Heute sind endlich meine Produkte gekommen, also von Asprovita, habt ihr schon im Vollspann gesehen, Kolostrum ist jetzt da. Die Urnahrung, wie es so im Prospekt drinnen heißt, hat das erste Stamperl schon genommen. Also es schmeckt nicht so schlecht, also es schmeckt halt wie Molke, nur ohne Zusätze. Ja. Also das ist wirklich 100% Bio- und Naturbasis. Werden wir das einfach mal probieren die nächsten Wochen. Und ich habe auch einiges vor jetzt da mit meinem Gewicht. Ja. Ich habe ja das Ziel gehabt, am Jahresanfang mindestens 5-6 Kilo abzunehmen. Ich war auch schon auf einem sehr guten Weg. Ich war bei, ich glaube, 76 Kilo oder so. 76,4, ja. Jetzt ist wieder Belauf gegangen, weil ich wieder zu wenig Sport mache. Aber da sieht man, man muss nur konsequent dabei bleiben. Und jetzt dann nehme ich das Ganze zum Anlass. Jetzt geht es eben voll los in dem Bereich drin. Und ich habe mich dafür schon angemeldet. Nämlich am Freitag bin ich beim Arzt. Gesundenuntersuchung. Da wird mir Blut abgenommen. Ja, und dann gibt es das erste Gespräch. Aber ich will wirklich definitiv jetzt gesund abnehmen, mit meiner Ernährung was machen. Dass da natürlich mir nichts abgeht dabei, ist auch klar, aber das möchte ich wirklich unbedingt jetzt in den Griff bekommen. Ja. Also das ist einmal das Erste, da erfahrt ihr auf alle Fälle bei Follow My Week immer die ganzen Steps auch dazu. Also einfach dranbleiben. Ich möchte wieder mein Ziel in Angriff nehmen. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen gesagt, oder am Jahresanfang, Ziel ist es, einige Kilo abzunehmen, und das Ziel greife ich jetzt wieder voll an. Anfang Juli werde ich dann mit einem eigenen Programm starten, die Nadine macht auch mit. Also geht es um den Stoffwechsel, und ja, das heißt, das nehme ich in Angriff, weil ich möchte jetzt da wirklich richtig Kilos loswerden und natürlich auch ein bisschen mehr Kondition aufbauen, deswegen wieder auf meinem Rad. Vor mir liegt das iPad, das heißt, da kann ich Videos anschauen. Ja, und um 8.45 Uhr bin ich beim Doktor. Also ich nehme euch da mit, da wird die Spritze angesetzt, ja. Kann man natürlich dann ausblenden auch, kein Problem. Aber dann starten wir da mit der gesunden Untersuchung. Und da bleibt Satzi natürlich sowieso live dabei, weil ich, mein Ziel ist es jetzt in den nächsten Wochen richtig massiv Gewicht abzubauen. Gewicht war heuer bei 76,7, glaube ich, oder 76,6, wie ich die Webseite gestartet habe. Das war genau der Tag, wo es mir schlecht gegangen ist. Aber ich möchte wirklich mindestens runter, ja, mindestens noch 5-6 Kilo. Das ist das Ziel. Und das werden wir dann vielleicht auch gemeinsam erreichen. Wie ich das Ganze mache, die Vorbereitungen laufen. Und ihr seid dann bei Follow My Week komplett live dabei. Wenn ihr das Ganze auch machen möchtet, habt ihr auch meine Unterstützung. Das heißt, es gibt dazu dann ein Programm, das ihr von mir haben möchtet, wenn ihr das dann gefällt. Vorausgesetzt, ich habe damit Erfolg. Ja, also Vorbildfunktion. In dem Fall, bis morgen. Heute dann gestartet, habt ihr schon gesehen mit der Blutabnahme. Da sieht man das. Ja, da ist der Einstich, zwei Pullen wurden gezapft. Ja, und ich mache das deswegen bewusst, weil ich einerseits schon lange keine gesunde Untersuchung mehr gemacht habe. Will einfach wissen, wie schaut es körperlich bei mir aus. Und auf der anderen Seite möchte ich mein Ziel weiter vorantreiben, dass ich meine Kilos nach unten bekomme. Deswegen jetzt der Start mit der gesunden Untersuchung. Dann bin ich im Prinzip jetzt auf einer Art Ernährungsumstellung. Ja, 21 Tage wird das Ganze auch dauern. Könnt ihr mich könnt ihr das Ganze live mitverfolgen auf Social Media, auf Follow My Week, wie es mir dabei geht, wie ich das Ganze mache. Und Ziel ist es da dann wirklich, dass ich einige Kilos verliere. Momentan der Stand ist, glaube ich, bei 78, 79 Pendel immer herum. Es ist eh schon ein bisschen weniger als am Jahresanfang. Ich möchte definitiv heuer runter, mindestens auf 74, 75, also alles was geht, runter, Sport ein bisschen mehr machen, und dann passt das Ganze. Ja. Ich werde Gewicht verlieren. Was heißt das? Ich habe schon in den letzten Ausgaben darüber berichtet, dass jetzt der Anfang mit Asprovita Style Your Body, die haben da ein eigenes Konzept, und ich werde jetzt damit anfangen. Das heißt, jetzt waren die ersten Ladetage oder Off-Day-Tage. Das heißt, Samstag, Sonntag habe ich essen können, so viel ich wollte und was ich wollte. Wie wir von Tschechien heimgekommen sind, gleich mal beim Heimfahren zwei Kebabs mitgenommen, Kebab gegessen. Gestern dann richtig Beirät, also Steak mit Kartoffeln. Vormittag oder Frühstück war dann mit Waffeln, hat ihn ein Ding gemacht. Am Abend Popcorn, dann haben wir die Cola ausgeleert, was wir noch gehabt haben. Und das Fanta dazu und dann ein Eiskaffee. Also richtig, richtig kalorienreich. Und natürlich, das darf ich essen. Ja. Also das ist mal spitzenmäßig. Ja. Heute der erste Tag.
Das heißt, es geht darum, kalorienarm zu essen, ja, so unter der Tagesdosis zu sein, die man normalerweise verbraucht, ja, und natürlich auf gewisse Lebensmittel zu verzichten. Das heißt, mein Kaffee jetzt nur mehr schwarz, ja, ist auch nicht so schlecht. Damals habe ich mich auch daran gewöhnt, dass ich ihn ohne Zucker trinke, jetzt auch nur mehr schwarz und zum Trinken in der Früh Wasser. Das heißt, ich muss auch sehr viel Wasser trinken und dann geht es jetzt eben darum, auf Kohlenhydrate zu verzichten, keine Kartoffeln, also wirklich eine tolle Liste. Abgewogen habe ich mich heute, das heißt, ihr könnt es im Vollen mal wirklich genau mitverfolgen, was passiert jetzt da in den nächsten 21 bis 30 Tagen bei mir. Das heißt, heute habe ich gehabt 79,1 Kilo. Ja, und wenn wir so schauen, dass wir das richtig nach unten kriegen. Mittwoch bin ich auch wieder beim Arzt. Ja, das heißt, da ist nachher der nächste Bereich von der gesunden Untersuchung. Das heißt, ich werde auch, da ist der nebenher auch noch gesundheitlich mit abgecheckt. Also müsst ihr keine Sorgen haben, dass irgendwas passiert. Und auch wichtig für die ganzen Nährstoffe, die ich ja nicht zu mir nehme, aufgrund, weil ich auf gewisse Lebensmittel verzichte. Gibt es da jetzt von Asprovita das Asprovita Deluxe Aktivkonzentrat Bio-Kolostrum, das ist eines der Kapseln, wo im Prinzip das Kolostrum in Pulverform drinnen ist. Das ist einfach leichter zu mitnehmen auch. Und das werde ich jetzt einfach nur viermal am Tag auch nehmen, um die Nährstoffe, die ich sonst da über die Lebensmittel habe, einfach über das jetzt dazu bekommen. Ja? Und dann schauen wir einfach, was jetzt in den nächsten 21 bis 30 Tagen mit meinem Gewicht passiert, wie es mir körperlich dabei geht. Und das hast du da wieder live dabei. Das heißt, voll im Weg 25, 26, 27, 28, da ist jetzt im Prinzip Style Your Body, Vollgas, körperlich, ich werde auch gesundheitlich und gesundheitlich sportlich etwas machen. Ja, mal schauen. 20:15 Uhr, erster Tag Style Your Body geht dem Ende entgegen. Mittagessen war heute sehr gut. Beiräte mit Zucchini angebraten, echt lecker gewesen. Jetzt am Abend Hühnchen mit Zucchini und Tomatensauce. Dazu natürlich viel Wasser getrunken heute den ganzen Tag. Die Kapsel natürlich auch genommen. Und ja, also im Prinzip habe ich auf nichts verzichten müssen, fleischmäßig, gemüsemäßig und so weiter. Natürlich, das ist jetzt also die nächsten 30 Tage oder 29 Tage noch, das ist ja erst der Anfang. Aber ich bin schon mal gespannt jetzt auf morgen der Früh beim Gewicht, wie es ausschaut. Morgen habe ich da schon einige Termine auch auswärts. Aber das lässt sich auch mit dem Essen gut kombinieren, dann wenn ich unterwegs bin. Gestern dann, wie gesagt, der erste Tag ist da gewesen mit Style Your Body. Gestartet habe ich mit 79,1. Heute in der Früh, nein, nicht mehr, wenn man ja wenig Kalorien zu sich nimmt, 77,6. Ja. Bin da jetzt aber noch einen Kilo von meinem heurigen Tiefststandgewicht weg, weil ich habe, glaube ich, 76,6 oder 76,4 heuer schon gehabt. Ja. Das heißt, das schätze ich mal, das wird morgen, übermorgen dann soweit sein. Morgen bin ich dann auch jetzt da beim Arzt. Ja. Geht mir relativ gut. Also wirklich gut, ja. Habe jetzt da nicht wirklich ein Hungergefühl oder so, weil ich eh essen kann, was ich will. Und gestern am Abend habe ich sogar im Internet was herausgefunden, nämlich es gibt Nudeln, ja, von einer eigenen Wurzel aus China. Jetzt weiß ich nur den Namen nicht genau, die im Prinzip null Kohlenhydrate hat, ja, und die man dann auch essen kann, ja. Also das ist ein riesiger Vorteil, ja. Da schau jetzt einmal, wo man die dann zum Kaufen kriegt, ja. Und ich freue mich auch schon auf das Frühstück, ja. Obwohl ich Tag 3 habe, Style Your Body, darf ich ja gewisse Dinge essen. Ich muss halt nur darauf achten, dass ich auf der anderen Seite meine Kapseln nehme, also mit dem Kolostrum. Und das zweite ist eben keine Kohlenhydrate, keine so Milchprodukte, kein Alkohol und diese Dinge. Aber ich darf essen jetzt der Eieromeletten mit Paprika, Zwiebeln, will einen mageren Schinken dazu. Also auf das freue ich mich schon, weil ich merke, dass ich doch heute, also ich habe heute beim Abwägen 76,8 Kilo gehabt, also seit Montag minus 2,3 Kilo, also es funktioniert ja, weil auf der anderen Seite nehme ich ja weniger Kalorien zu mir, ist logisch, ja. Und trotzdem, ich fühle mich ein bisschen geschlaucht. Auf der anderen Seite glaube ich, das kommt aber viel mehr daher, ich stehe jetzt da jeden Tag oder bis jetzt da immer um 6.30 Uhr auf, ja, bin dann auch schon im Auto unterwegs und fahre zu Terminen, ja, das heißt, da ist doch ein bisschen ein anderer Rhythmus auch drinnen. 20 Uhr, wir haben noch Mittwoch. Ich bin jetzt wieder auf meinem Heimtrainer. Die Untersuchung war ganz okay heute. Das heißt, Blutwerte sind okay, Urinwerte waren beim ersten Mal nicht okay. Deswegen durfte ich heute noch einmal kurz auf die Toilette gehen beim Arzt. Und es ist wirklich schwierig, auf Kommando zu pinkeln. Vielleicht kennt man es. Aber es waren auch dann die Urinwerte okay. Also von dem her ist da alles passt. Jetzt ist das Ziel runter auf 72, 73 Kilo, ja, damit ich das Gesundheitsziel meiner
Krankenkasse auch erreichen. Und deswegen mache ich auch genau dieses Style Your Body von Asprovit. Einfach mit der Ernährung schauen, nebenbei noch das Kolostrum dazu, wo die ganzen Vitamine und Nährstoffe drin sind, als Ergänzung für das Ganze. Ja, und das war's heute. So, hier bin ich wieder ein paar Minuten später. Ich habe noch was vergessen zu sagen. Und so, ich habe heute ja Tag 4 von Style Your Body von Asprovita. Und es ist das, der neueste Tiefstand bei meinem Gewicht in diesem Jahr, nämlich 76,2 Kilo. Also ich bin mega happy, was da seit Samstag passiert, seit ich gestartet habe mit dem Off-Day, ja, also mit diesem Ladetag, wo man alles essen kann, was man möchte. Und heute im Prinzip den Tiefstand. Gestern auch Sport gemacht, gestern bei der Ärztin gewesen, also es läuft wirklich optimal mit dieser Ernährungsumstellung oder mit dieser bewussten Ernährung, wo man jetzt einfach nur auf Kohlenhydrate verzichtet, sie gewisse Nährstoffe zuführt, mehr Eiweiß isst und so weiter und sich mehr bewegt. Ja, also es funktioniert tadellos, aber das muss ich auch dazu sagen, ich habe immer dieses komische Hungergefühl. Ja, obwohl ich mal Fleisch essen kann, Gemüse, also wirklich Leckereien, aber da merkt man wirklich, dass Kohlenhydrate jemanden abgehen. Ja, das heißt, wenn man wirklich Kartoffeln, Reis, Nudeln und die Dinge, auf der einen Seite füllt das Ganze den Magen und ja, also es ist zwar, ich bin gesättigt, ja, aber ich habe trotzdem dieses komische Hungergefühl. Aber ich bin trotzdem mega happy mit den 76,2 und ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Wochen noch entwickeln wird. Zielgewicht, ja, laut meiner Ärztin gestern, sollte zwischen 72 bis 73 Kilo sein. Also, let's do it. Und die Nadine bereitet gerade das Abendessen vor. Es gibt jetzt den Salat mit Thunfisch. Ganz lecker, aber mehr geht momentan nicht. Und ich merke richtig, ich habe Hunger. Und ich könnte jetzt ein Fleisch essen mit Pommes dazu. Also, boah, oder ein Burger oder ein Kebab. Also, aber es spielt sich alles im Kopf drinnen ab. Und auf der anderen Seite bin ich ja auch stolz jetzt, dass 76,2, so viel habe ich noch gar nicht gehabt. Aber trotzdem, da merkt man einmal, worauf man alles Lust hat, wenn man nicht darf. Ja. Okay, ich bin jetzt auch schon gespannt, was die Waage morgen in der Früh anzeigt, am fünften Tag. Und ja, wir sehen uns dann einfach morgen. Mahlzeit. Und heute, ja, aktueller Gewichtsstand von Style Your Body, 76 Kilo. Zwar nicht so viel weniger geworden wie von vorgestern auf gestern, aber trotzdem 76 Kilo und 200 Gramm weniger. Das ist der neue Tiefstand in diesem Jahr. Aber eines muss ich auch gleich dazu sagen, ich habe mich in der Früh richtig schlapp gefühlt. Also ich war komplett energielos. Und das ist natürlich beim Videodrehen extrem schwierig. Da brauchst du richtig die Power. Und die Nadine hat dann beim Einkaufen Äpfel mitgenommen. Die darf ich essen. Und ich habe noch wirklich mit Begeisterung einen Apfel, normalerweise sehr wenig Obst, aber ich habe mit Begeisterung einen Apfel gegessen, schön aufgeschnitten, herrlich dieser Geschmack. Und zum Mittag jetzt, da haben wir gehabt gefüllte Paprika, eine weniger Variante, das heißt mit einem verschierten drinnen, Zwiebel, Tomatensauce. Und es ist herrlich, also ich spüre richtig, wie die Energie zurückkommt und da merkt man auch, welche Energie in der Nahrung oder in den richtigen Lebensmitteln, die ja das Leben bringen, drinnen liegen. Ja. Heute neuer Tiefstand beim Gewicht, 74,8 Kilo. Also wirklich ein Traum jetzt, da innerhalb von ja, einer Woche minus 4,3 Kilo abgenommen mit Style Your Body. Wichtig ist natürlich auch, ich habe Sport dazu gemacht, sehr viel trinken, obwohl die Nadine meint, ich trinke noch immer zu wenig. Stimmt auch, also normalerweise müsste ich so um die 2,5 bis 3 Liter auch trinken. Ja. Und das Witzige war, am Freitag, Samstag ist das Gewicht gestanden, da war ich bei 76 Kilo, gestern dann 75,8 und dann ist es heute wirklich runtergeraselt um einen kompletten Kilo. Ja. Und wir haben uns auch nichts abgehen lassen. Ja. Das heißt, Samstag haben wir so verschierte Leibchen gehabt, also Rindfleisch, ja, verschiertes mit eigenem Gemüse drinnen und einem Kaffeeolpüree. Hat irrsinnig witzig ausgeschaut, war aber lecker. Und gestern wirklich Schrimps mit Gemüse, dann wieder einen tollen Apfel gegessen, also da ist wirklich Obst, ist ein Traum. Ja. Und am Abend habe ich einen Eiweißshake genommen, einen Schokoshake, also war echt, echt lecker. Ja, und ich ziehe das jetzt da weiter durch, wobei ich jetzt da sagen muss, normalerweise macht man das Ganze 30 Tage, aber ich muss jetzt wirklich auf meine Gesundheit auch schauen, weil mein Zielgewicht sind 72 bis 73 Kilo. Ja? So, jetzt stehe ich im Prinzip nur mehr 2 Kilo von meinem Ideal, fast Idealgewicht weg. Ja? Das heißt, 2 bis 3 Kilo
soll ich nur mehr abnehmen. Das heißt, jetzt da, wie lange ich das jetzt da durchziehe, also 30 Tage wird es nicht werden. Ich schätze mal, dass es 21 Tage werden wird, weil ich brauche dann auch die Stabilisierungsphase. Ja. Das heißt, ich fange dann wieder an, so Step by Step wieder Kohlenhydrate zu nehmen. Das heißt, wenn jetzt ein Salat ist, dass ich einen Kornspitz zum Beispiel dazu esse oder wenn ich zum Mittag was esse, Nudeln, Reis, Kartoffeln, je nachdem. Ja. Aber das Step by Step, braucht keine Angst haben. Auch die Nadine ist Wellness- und Gesundheitstrainer, kennt sich spitzenmäßig mit Ernährung aus. Also da bin ich in sehr, sehr guten Händen. Ja. Genau, dann neuer Tiefstand Gewicht. Also ich habe wieder meine Marke unterboten. Heute 74,6 Kilo. 74,6, das heißt 4,5 Kilo weniger seit dem Start von Style Your Body. Dann ein super Mittagessen gehabt mit Fisch. Ja, Fisch, Kaffiol und gebratene Zucchini und dann Salat. Ja. Irrsinnig gut. Nämlich, wie geht's mir bei Style Your Body? Ja, neuer Tiefstand 74,3 Kilo. 74,3, das ist brutal, das ist echt cool. Ja, die Ärztin hat ja gesagt, zwischen 72 und 73 Kilo ist mein Idealgewicht. Das heißt, ich stehe jetzt da, um eben auf diese 73 zu kommen, ja, knapp einmal 400 Gramm, ja, also bei 73,9 steht einmal die 73 da, ja, weil natürlich möchte ich da ein bisschen drunter kommen. Und die Nadine hat auch schon gemeint, dass ich vielleicht am Freitag das Zielgewicht erreicht haben werde, ja. Aber echt super, ich werde heute mal versuchen, wieder Sport zu machen, aber 74,3, das ist, ich bin so happy. Natürlich würde ich gern essen, also es wäre jetzt dann blöd, wenn es nicht so wäre, ja. Also so ein Kebab oder ein Burger oder ein Schnitzel oder richtig, ja, wie immer Pommes, also ich würde das wirklich gerne essen, gell? Aber das Ziel ist abzunehmen, ja. Ja, und ich muss ehrlich sagen, es geht mir aber auch nichts ab. Ich fühle mich gut, ja. Ich habe jetzt gerade wieder einen Shake getrunken, ich habe vorhin einen Apfel gegessen. Wenn ich nach Hause komme und wieder gemütlich gemeinsam kochen. Gestern am Abend habe ich sogar was Tolles gegessen, nämlich ein Eieromelett mit Paprika, Zwiebeln drinnen gedünstet und magerem Schinken. Und das Schöne ist, das dürfen wir alles essen, weil es ist fast reines Eiweiß. Okay, ein bisschen Fett vielleicht dabei. Minimal Kohlen, aber wirklich minimal. Aber es war echt lecker. Also ich bin so happy und es taugt mir. Ja, also bleibt einfach dabei, seid ihr dabei und dann sehen wir mal, wie es eben am Ende der Woche am Freitag ausschaut und dann im Prinzip auf vollem Weg 27, wie wir das Ganze dann im positiven Sinne beenden. Also, bis morgen. Was vergessen, Style Your Body Aspro Vita. Heute neuer Gewichtsstand 74 Kilo. Ich bin so happy. 74 Kilo. Und heute dann ein super Mittagessen gehabt von der Nadine, so ein Cevapcici mit viel Salat, also Gurkensalat und grünen Salat und Radieschen. Und jetzt am Abend wieder einen Eiweißshake. Aber 74 Kilo. Also ich habe über 2 Liter schon getrunken heute. Und ich bin jetzt echt gespannt, ob ich morgen den 73 anschaue. Also ich bin wirklich gespannt und mehr erfahrt ihr dann morgen. Bis morgen. Und ich kann heute wieder etwas Tolles verlautbaren. 73,8 Kilo. Also die 73 sind nun endlich zu sehen. Zwar noch knapp einmal drunter, aber 73,8 Kilo. Jetzt da knapp vor Mittag, die Nadine kocht schon gerade wieder gutes Gemüse mit Schrimps dazu. Also wirklich so eine tolle Eiweißmahlzeit. Ja, und jetzt kann ich mal Fazit oder so mal den Schluss draus ziehen. Ich habe jetzt da mein Zielgewicht fast erreicht. Ja, also ich muss jetzt da doch schon, also ich möchte schon 72 auch sehen und dann fange ich mit der Stabilisierungsphase an. Das heißt, der Übergang zu den Kohlenhydraten soll jetzt Step by Step passieren. Also man darf nicht in die alten Gewohnheiten zurückfallen. Und ich muss ehrlich sagen, die zweite Woche war für mich jetzt um einiges angenehmer als die erste. Also in der ersten Woche habe ich wirklich gemerkt, dass ich ab und zu wirklich kraftlos bin, dass mir richtig die Energie fehlt. Aber das hat natürlich auch damit zusammengehangen, dass natürlich Giftstoffe im Körper waren, die wir dann ausgeleitet haben. Da hat die Nadine und so hat, dann habe ich gehabt, da hat Panacea, also von Lavavide, mit diesem Vulkangestein die Giftstoffe ausleiten und ein paar andere Dinge noch. Dann nehme ich auch noch regelmäßig die Asprovita, die Kolostrum-Kapseln, also auch das tut jetzt da gut. Also erste Woche habe ich gemerkt, es zieht sich ein bisschen. Jetzt in der zweiten Woche fühle ich mich viel, viel vitaler. Also wirklich,
spitzenmäßig, also richtig, also fit, ja, also ich fühle mich richtig gut jetzt da im Vergleich zur letzten Woche und ich freue mich schon auf die nächste Woche und ich bin ja schon gespannt auf Montag, wenn ich die nächste Vollmer Week 27 starte, mit welcher, ja, mit welcher Power, ja, mit welchem Gewicht wir dann in den Montag hineinstarten, im Prinzip in die letzte Woche dann. Und dann schauen wir mal, wann wir mit der Stabilisierungsphase anfangen. Also von meiner Seite aus kann ich das an jeden nur empfehlen. Man braucht halt dazu wirklich Disziplin, Durchhaltevermögen und dann funktioniert es. Ja? Okay, in dem Sinne sehen wir uns dann nächste Woche wieder in der Vollmer Week 27. Heute ist der 15. Tag von Style Your Body von Asprovita und heute habe ich 72,9 Kilo. 72,9, also der nächste neue Tiefstand. Endlich habe ich wieder die 72. Ist halt noch relativ nah an einem 73er dran, aber ich bin unter 73 Kilo und ich glaube, das Ganze war seit, ja, ich glaube, 5 Jahren sicher nicht mehr. Also ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich das bis jetzt so durchgezogen habe. Und das Schöne ist ja, aufgrund von den Videos und von Vollmer Week komme ich gar nicht aus, weil ich bin ja wirklich im positiven Sinne dauert es da unter Zugzwang. Ja. Was ist jetzt am Wochenende noch alles gewesen? Samstag wirklich gemütlich relaxed, zu Hause auf der Couch mit der Nadine, super Gespräche auf der Terrasse geführt, Eiskaffee getrunken, gut gegessen. Gestern zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Steak, also Bayreuth Steak, also war echt lecker. Gemüse dazu, Tomaten, Champignons, also war echt ein Traum. Also man muss sich während dieser Diät auch nicht wirklich was abgehen lassen. Ja? Normalerweise müsste man am Abend auch noch etwas essen, also Eisweiß, Haltiges, wie auch immer. Aber ich mag nicht irgendwie momentan zweimal am Tag Fleisch essen und dann Gemüse, wie auch immer. Und weil ja die Nadine Wellness- und Gesundheitstrainerin ist, haben wir jetzt da einfach für den Abend Eiweiß-Shakes. Ja? Das heißt im Prinzip das Gleiche, nur wir trinken was. Beim Heimfahren dann jemanden zurückgerufen, der mich angerufen hat. Und das ist sensationell. Der hat mich gefragt, wie mein Abnehmen super funktioniert. Ja? Und er hat sogar mit einem Freund eine Wette laufen, ob ich jetzt dann noch einen genauen Ernährungsplan esse oder nicht. Und dann habe ich ihm das genau erklärt, wie ich das Ganze mache. Und dann hat er gemeint, okay, dann hat er verloren, aber es ist dann nur einmal ein Krügelbier gegangen. Aber ich kann dir, lieber Freund, sagen, ich sage dir keinen Namen, das Krügelbier bitte nicht am Abend trinken, weil es hat ja auch sehr viele Kohlenhydrate, wenn dann eher zum Mittag. Die Frage kommt jetzt darauf an, wie kannst du es mit deinem Beruf vereinbaren. Ja? Aber mir taugt das Ganze wirklich, weil die Leute nehmen das Ganze wahr, wie es mir mit dem Abnehmen geht und das ist im Prinzip eine Vorbildfunktion. Ja? Heutiger Stand vom Gewicht, ich habe momentan, glaube ich, jetzt einen eher wieder drinnen. Ich bin heute auch wieder bei 72,9 gewesen. Ja. Heute wieder dann ein tolles Mittagessen gehabt mit sehr, sehr viel Gemüse und Fisch. Ja. Dann einen kalten Kaffee am Nachmittag, schwarz natürlich. Jetzt gibt es wieder einen Eiweißshake und dazwischen natürlich die Bio-Kolostrum-Kapseln. Ja. Das ist auch wichtig in dem Bereich. Und ich trinke natürlich momentan sehr, sehr viel. Also ich schaue, dass ich wirklich jeden Tag also mindestens 2 Liter bis 2,5 Liter trinke. Ja. Style Your Body, neuer Tiefstand, 72,6 Kilo. Also ich habe die letzten 2 Tage einen Steher gehabt und heute wieder ein bisschen was runtergegangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt da ein Problem bei meiner Hose, beim Gürtel, der Gürtel, also ich müsste jetzt dann noch enger zuziehen, damit die Hose oben bleibt. Also ich bin jetzt da echt gespannt, weil ich am Anfang mich gemessen vom Bauchumfang her, wie viel das da jetzt da wirklich weg ist. Ja. Aber ich habe jetzt da im positiven Sinne ein Problem mit dem Gürtel. Ja. Neuer Tiefstand 72,2. Und als ich mich heute im Spiegel angeschaut habe bei der Morgentoilette, es war echt ein cooles Gefühl. Der Bauch, der ist zwar da, aber das ist echt cool. Also es sind jetzt da fast 7 Kilo weg. Ich habe dann, muss ich ehrlich sagen, Sport momentan weniger. Es ist rein die Ernährung und diese Disziplin. Und ich fühle mich auch richtig mit Power, weil ich habe gestern 8 Termine gehabt. Ich habe heute wieder, wenn ich das so durchrechnen tue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Termine. Ja, und ich fühle mich echt mit Vollpower und das ist echt cool. Ja. Das heißt, auf der einen Seite muss ich auch dazu sagen, ich bin momentan richtig im Flow drinnen, ja, und es taugt mir momentan irrsinnig.
Aber 72,2, also wirklich toll. Ich sage das schon wirklich ungern. Neuer Tiefstand beim Gewicht 71,7. Also heute 71,7. Heute ist der 19. Tag von Style Your Body. Wichtig ist, was ich da dazu sagen möchte. Erstens, ich habe das wirklich mit ärztlicher Aufsicht gemacht. Also ich habe vorher Gesunduntersuchungen gemacht, also mich komplett durchgecheckt. Zweitens, Nadine, Wellness- und Gesundheitstrainerin, die weiß, wie das funktioniert, was ich wann wie essen darf. Ja. Der nächste Punkt, die Ergänzungsmittel, die man dazu braucht, Naturprodukte wichtig. Ja. Da habe ich jetzt da wirklich das Kolostrum, Astrovita und noch was anderes als Entgiftung, also wirklich reine Naturprodukte. Und was das um und auf ist, ist der Mindset. Ja. Und das ist wirklich wichtig, weil sonst kannst du das so nicht durchziehen. Ich bin momentan mega happy, aber sage ich auch bewusst dazu jetzt, das war's jetzt. Also ich breche jetzt da nicht ab oder so, ja, weil sonst ja, geht ja nicht. Aber das war jetzt im Prinzip diese Phase, kaum oder keine Kohlenhydrate, keine Milchprodukte und so weiter. Und jetzt fange ich an, Step by Step wieder Kohlenhydrate zu mir zu nehmen, aber bewusst, wirklich bewusst. Also heute wird es zum Mittag bei meinem Essen dazu wahrscheinlich Reis geben, ja, und ich freue mich schon irrsinnig auf ein Gebäck, ja, Kornspitz oder Weckerl oder sonst irgendwas, auf das freue ich mich irrsinnig und auf was ich mich wirklich auch besonders freue, dass ich meinen Kaffee wieder mit Schlag trinken darf, ja, weil einen gewissen Luxus muss man sich im Leben einfach gönnen, ja, das heißt, ich werde es wirklich bewusster weiterleben und ich habe gestern auch ein tolles Telefonat gehabt mit einem Partner, mit Asprovita und die werden da was Eigenes auf die Füße stellen, weil ich merke, dass ich da sehr viel positive Resonanz bekommen habe und ich möchte da meinen Weg jetzt da genau dokumentieren. Das heißt, wie war das mit der Ernährung? Also für mich sind drei Parts wichtig. Wie war das mit der Ernährung? Wie war das jetzt da mit den Zusatzstoffen, mit den Naturprodukten? Und der dritte Bereich, wie ist dein Mindset? Weil wenn du jetzt da 10.000 negative Gedanken am Tag hast, dann kannst du nur so toll die Ernährung umstellen. Es wird nicht so leicht funktionieren. Das heißt, es war wirklich ein Zusammenspiel jetzt da bei mir von sehr, sehr vielen Dingen, damit das so jetzt da funktioniert hat. Der nächste Bereich ist Style Your Body. Ihr habt es ja auch schon gesehen. Ich trinke meinen Kaffee noch immer schwarz und dazu ein Leitungswasser. Aber ich fange jetzt da wirklich an, nach 19 Tagen mein Gewicht zu stabilisieren und auch langsam wieder Kohlenhydrate zu essen. Geplant war das ja Ganze für 30 Tage, nur ich muss sagen, ich habe jetzt in 19 Tagen 7,4 Kilo abgenommen und laut Ärztin auch liegt mein Optimalgewicht bei 72 bis 73 Kilo, also das ist jetzt da kein Abbrechen, überhaupt nicht, weil ja diese Stoffwechselkuren auch so immer um die 21 Tage gehen, also haben wir im Prinzip nur die Strategie gewechselt, nämlich die 21 Tage und jetzt eben das Ganze zu stabilisieren, weil ich möchte ja nicht ungesund irgendwas machen, was da nicht passt, ja, also wenn, dann stabilisieren und gesund weiterleben, ja, und dann Step by Step wieder Kohlenhydrate essen, also gestern auch das erste Mal Reis gegessen. Die Vorbereitung, ihr habt ja schon im Vorspann gesehen, wirklich lecker. Also ich muss ehrlich sagen, jetzt nach knapp 3 Wochen strengem Fasten habe ich mir heute wirklich mal was gegönnt. Es hat der Seele gut getan. Ich spüre richtig, wie die Power zurückkommt. Ich habe trotzdem einen flachen Bauch und ich bin wirklich gut drauf. Also es war von dem jetzt echt herrlich. Und was wichtig ist, mein Gewicht stabilisiert. Momentan bin ich so immer zwischen 72, 72,5. Also von dem her optimal im Optimalgewicht drin. Aber jetzt geht es ja auch darum, dass ich ja, bewusst mich ernähre. Und was ich mir heute aber gönne, das möchte ich gleich dazu sagen, weil ich treffe mich ja in der SCS in Granola drinnen. Das ist so eine Art Burger-Restaurant. Dort lassen wir jetzt da einen Burger aber richtig gut schmecken. Ja. Der hat natürlich um einiges mehr Kalorien, aber was ja wichtig ist, ich bleibe ja trotzdem unter der Kalorienanzahl, die mein Tagesbedarf ist. Also es ist kein Problem, wenn ihr jetzt einen Tagesverbrauch, weiß ich nicht, von 2200 Kalorien habt und ihr esst dann einmal einen Burger und das Ganze hat dann
1200 Kalorien, dann sollte das natürlich kein Problem sein. Ja, wichtig ist natürlich auch immer zu schauen, welche Getränke gibt es dazu. Ja, also wenn man dann 2 Liter Cola dazu trinkt oder wie auch immer, dann schießt man natürlich darüber hinaus. Aber wenn man dazu ein Wasser trinkt, dann hat man jetzt in dem Sinne keine Probleme. Ich habe gestern gesagt, ich gönne mir einen Burger. Ja. Ich habe mir einen Burger gegönnt, ja, nämlich den Farmer Burger. Der war sensationell gut. Also man glaubt ja gar nicht, wie gut das sowas schmecken kann, wenn man das auf Monate nicht hat. Ja. Oder Ketchup dazu oder Pommes, ja, so Kringelpommes. Also lecker, ja. Heute auf die Waage gestiegen und was ist passiert? Nix. Ja, also im Prinzip gleiches Gewicht wie gestern. Es bewahrheitet die Theorie, wenn du nur gewisse Kalorien zuführst, Wasser trinken, also ich habe gestern auch nur Wasser getrunken, am Abend dann einen Eiweißshake, damit der Körper doch was zum Arbeiten hat. Also in dem Sinne gar nichts passiert, das heißt, man kann sich auch zwischendurch etwas gönnen. Heute wird es eher ein bisschen schwieriger werden, weil Mittagessen und das war es dann, mal schauen. Und auch interessant, ich glaube, das habe ich eh schon gesagt, wenn man sich was gönnt, also am Samstag, am Montag beim Gelfreiessen ein gutes Steak und Ofengemüse dazu mit Brokkoli, Kaffiol und so, da passiert nichts, weil es ist ja wieder Eiweiß. Ja. Auch der Juli geht zu Ende. Ja. Also im Juli hat sich bei mir sehr viel getan. Ihr habt es ja auch mitbekommen. Ich bin um einige Kilo leichter geworden. Dann am Sonntag echt genial gewesen, weil ich habe wirklich letzte Woche sehr viel mir auch gegönnt. Also mit dem Burger und diese Dinge. Aber am Sonntag neuer Tiefstand, nämlich genau 71 Kilo gehabt gestern, ja. Also wirklich 71 Kilo, also komplett unten gewesen. Und gestern haben wir uns wirklich einiges gegönnt. Nämlich dieses so Art Eiweißbrot, ja, also war wirklich spitzenmäßig gut und wir haben richtig geschlemmt gestern. Und am Samstag haben wir dann gehabt einen Upsi-Burger, ja, also wirklich echt genial, war im Prinzip auch wieder so ein eigenes Sesambrot, was wir dann gemacht haben, also echt grenzgenial und gut gewesen und vielleicht deswegen auch jetzt das geringe Gewicht dann am Sonntag, ja. Heute natürlich ein bisschen mehr, 71,9 insgesamt. Aber überhaupt kein Thema. Heute zwar kein Tiefstand vom Gewicht, aber ich bin heute wieder bei 71,1 Kilo. Deswegen habe ich auch gepostet gehabt, 8 Kilo weg und jetzt ein tolles Power-Frühstück, also mit Ham and Eggs und Marmeladenbrot und so. Also war echt perfekt. Ja, und da sieht man auch, wichtig ist, es hat eine super Resonanz gegeben, also Likes für dieses Foto. Aber es ist richtig oder interessant oder wichtig, auch wenn man das Abnehmen macht, dass der richtige Mindset dabei ist und dass man danach nicht in dieses alte Muster wieder hineinfährt. Also wenn ich wieder gleich weiter essen würde wie vorher, dann hätte das Ganze auch nichts gebracht. Ja, weil du musst schon überlegen jetzt, wie viele Kalorien führst du dir zu, was ist gesund, was ist ungesund, aber ein bisschen auch für die Seele. Ja, wenn du auf was Muster hast oder Lust hast, dann sollst du dir das Ganze auch gönnen. Ja? Und das ist genau wieder dieser Flow. Und genau, ich habe jetzt da heute ein Diagramm erstellt von meinem Gewichtsverlauf der letzten Wochen, weil ich habe heute gehabt 71,2. Also es ist momentan wirklich stabil. Ja. Und ja, also wirklich eine tolle Geschichte. Und da werde ich dann ein eigenes Video dazu machen. Da ist mir gestern die Idee gekommen, muss ich nur schauen, wann ich dazu Zeit habe. Ja, da geht es wirklich um die Kilos der letzten Wochen. Ja. Dann das nächste, was mich wundert, ich habe gestern doch sehr viel gegessen. Wir haben gestern Eierschwamm und Gulasch gehabt. Also jetzt kommen wir wieder zum Körperbereich. Und ich habe heute 70,6 Kilo. Ja, also ich habe weiter abgenommen. Obwohl jetzt da nicht mehr so drauf achten. Ich meine, wir achten schon auf unsere Ernährung jetzt da. Ja. Das Interessante ist, ich habe seit Wochen keinen Alkohol mehr getrunken. Ich habe jetzt auch schon lange keine Softdrinks mehr, das heißt Cola, Fanta oder sonst irgendwas zu mir genommen. Und anscheinend wirkt sich das echt extrem aus, weil da natürlich immer diese versteckten Kalorien drinnen sind. Ja. Also heutiger Stand 70,6 Kilo. Ja, und da wird es jetzt auch bald einmal ein eigenes Video davon geben, so diesen Kilo-Lab. Mal schauen, wann ich für das Ganze Zeit habe zum Schneiden. Heute um 6.45 Uhr wieder aufgestanden, also ich liebe es,
oder ich liebe diesen Sommer, jeden Tag Sonnenschein, früh aufstehen, raus auf die Terrasse, Sitzkissen auf die Bank rauf, auf dem Stuhl und dann herrlich am Laptop arbeiten, Kaffee trinken, Orangensaft trinke ich auch wieder. Das heißt, ich nehme schon in der Früh 150 Kalorien zu mir. Ich habe jetzt eine eigene App gefunden, wo man das genau mitprotokollieren kann, vom Gewicht auch her, aber auch vom Kalorienverbrauch. Und aktueller Stand heute 71 Kilo. Ja, also ich bin genau in dem drinnen. Ich lasse mal nichts abgehen, aber ich sage auch dazu, ich ernähre mich jetzt da bewusst. Ja, also ich verzichte schon auf gewisse Dinge, die nicht wirklich sein müssen, weil es mir dann einfach stört. Ja, also in dem Fall schaue ich wirklich bewusst auf meine Ernährung. Gewichtsmäßig hat es sehr gut eingependelt zwischen 71 und 72 Kilo momentan. Obwohl ich mir gestern, da muss ich auch dazu sagen, ich habe gestern die Brötchen geholt von der Bäckerei Kern. Möchte ich gleich mal namentlich erwähnen. Tolle Bäckerei hier in Graz. Und wir haben dann dieses Pulled Pork gemacht. Wir haben unsere ehemaligen Nachbarn eingeladen von unserer damaligen Wohnung von Jundorf, Straße Engel drüben. Und wir haben dann Pulled Pork mit denen gemeinsam gemacht. Pulled Pork mit Coleslaw. Es war ein Traum mit diesen Brötchen. Also es war megamäßig. Noch einmal danke an die Bäckerei Kern. Ich weiß, das ist jetzt eine Werbung, aber das ist egal. Es war eine tolle Kombination. Und ich habe gestern 3 Stück davon gegessen. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Gläser Cola getrunken. Also ich glaube, seit 5 oder 6 Wochen keine Cola mehr getrunken. Cola getrunken. Es war spitzenmäßig gut. Was dann noch? Was habe ich noch gesagt? Ich habe gesündigt. Solette gegessen, diese Erdnusschips dazu. Was dann noch? 2 Gläser Wein, ein Hugo, ja, dann so Schokoherzen und den Ding gemacht, aber die waren mehr so eiweißlastig. Aber es war echt lecker und heute in der Früh auf die Waage gestiegen, 72 Kilo. Also im Prinzip ist gar nichts passiert und heute beim Rasenmähen habe ich eh locker wieder 300 bis 400 Kalorien verbrennt oder vielleicht sogar noch mehr, weil ich geschwitzt habe. Also es war echt super. Also das war perfekt.